15 Euro. Also 10 plus 5 habe ich bezahlt für das, was hier hoffentlich in der Kiste ist. Ihr wisst jetzt schon mehr als ich, weil ihr wahrscheinlich das Teaserbild gesehen habt. Ich ja noch nicht. Ich drehe ja gerade das Video. Ich sag's euch aber mal vorweg, ich habe für diese Fräse, die da drin sein soll, 15 Euro bezahlt. Die Frage ist, was kriegen wir für 15 Euro und... Oh oh, ist da überhaupt noch eine Fräse drin? Was verbirgt sich in unserer Klimperkiste? Okay. Also. Okay. Die Anleitung, können wir uns, glaube ich, sparen. Wir packen das mal aus. Oh je. Also ich habe unsere mehrseitige Anleitung jetzt mehrfach studiert. Zuallererst mal, wir haben einiges an Teilen. Und Tatsache, die Fräse an sich ist erstmal da drin. Wir haben hier auch so einen Kunststoffteller. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und an sich, sie wiegt auch was. Also ich schätze, da ist auch ein Motor drin. Meine Frage an euch, was glaubt ihr, was das hier ist? Wenn ihr das wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ihr dürft aber auch gerne raten. Sowas ist tatsächlich öfter bei meinem... Was? öfter mal bei manchen Maschinen dabei. Also ratet gerne mal, was ist in diesem Tütchen. Zu den anderen Teilen muss man natürlich jetzt vorweg sagen, was erwartet man für 15 Euro? Also ich bin überrascht, dass wir für 15 Euro überhaupt einen Koffer haben, wenn man guckt. Eine normale, vernünftige L-Box oder ein Sustainer kostet deutlich mehr als 15 Euro und die kommt leer. Wir haben jetzt hier Schlüssel mit dabei, die sind natürlich grauenhaft. Die sind so dünn, dass sie eigentlich schon, oh Gott, ich habe ihn schon verbogen. Also die kommen schon verbogen an und sie halten natürlich auch überhaupt gar nichts aus. Also damit brauchen wir nichts festdrehen, weil die einfach nichts aushalten können. Problematisch ist auch, man sieht das, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick, auch diese Anbauteile hier sind in sich schon verbogen. Also im Prinzip brauchen wir die alle nicht nutzen. Das heißt, was ich jetzt einfach mache, ich nehme das jetzt kollektiv und lege das alles weg. Warum? Selbst wenn diese Fräse funktionieren sollte, sollten wir die Gefahr nicht unnötig erhöhen, indem wir diese Sachen hier noch anbauen. Weil das ist wirklich, also... Das ist einfach Mist. Und das Ding hier müssen wir uns auch mal genauer angucken. Wir reden hier heute über einen Trimmer, also eigentlich über eine Fräse, mit der man zum Beispiel eine dünne Kante von einem Plattenmaterial abfräst. Aber ich weiß, wie die meisten von euch sowas verwenden wollen, deswegen testen wir es unter diesen Umständen. Im Prinzip vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen. Denn ein Trimmer ist keine Einhandfräse und vor allen Dingen keine Hybrid-Einhandfräse, wie viele von uns sie kennen, von Makita, Milwaukee und Co. Das ist eine Einhandfräse, für die wir ebenfalls eine richtige Fräsaufnahme haben, so dass wir sie wie eine normale Oberfräse ähnlich wie bei Festool nutzen können. Ganz wichtig ist dazwischen zu unterscheiden, denn ein Trimmer hat im Prinzip andere Einsatzbereiche. Trotzdem ist 15 Euro crazy, oder? Also wir sehen schon mal, das hier ist ein Trimmer. Also das ist eine Einhandfräse, keine richtig große Oberfräse, das ist irgendwie klar. Wir sehen auch schon, mit was für Strom sie betrieben wird, wie viel Watt sie hat, was für eine Umdrehung und was für Fräser reinpassen. Da bin ich auch gleich mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Das erste Thema, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wir haben diese, ja, das ist sozusagen unsere Tiefeneinstellung, die im Prinzip allerdings keinerlei Rasterpunkte hat. Das heißt, das wird wirklich nur gehalten über diese Stellschraube und durch dieses sehr dünne Plastik. Ob das hält oder nicht, gucken wir uns gleich mal an. Wir gucken einmal zum Vergleich. Das ist natürlich ein Vergleich, der hinkt. Diese Milwaukee-Fräse kostet deutlichst mehr als 15 Euro, ist ja irgendwie auch klar. Wir haben ein ähnliches System, bis auf das die Teile alle natürlich deutlich robuster sind. Und wir haben diesen zusätzlichen Feststellmechanismus, der das Ganze schon hält. Dann drücken wir auf einen Knopf und dann können wir das Ganze verstellen. Und wir haben hier auch noch eine Feinjustierung. Aber das will ich euch nur einmal vorweg zeigen. Das Festspannen ist das, worum es geht. Alles andere brauchen wir nicht vergleichen, weil, wie gesagt, das Ding kostet deutlich mehr als das Zehnfache von diesem kleinen Teil, was wir hier haben. Die Frage ist, oh, die Frage ist, hält das, wenn wir es festdrehen? Von unserem bisschen hin und her schieben haben wir hier schon ziemlich ernsthafte Kratzer reingehauen. Hier in die Aufnahme tatsächlich auch.
Das ist natürlich schade, aber wir wollen jetzt erstmal gucken, ob das sowieso überhaupt aneinander hält. Bevor wir damit irgendwas testweise fräsen können, müssen wir natürlich gucken, dass die Fräse sich beim Fräsen nicht in der Tiefe verstellt. Das ist nämlich gefährlich. Also wir spannen das hier mal ein. Ich drehe das jetzt ziemlich fest. Ich glaube, jetzt gleich reißt das Kunststoff. Und jetzt drücke ich da einfach mal volles Mett drauf. Also wenn ich da sehr, sehr, sehr doll drauf drücke, kann ich es bewegen. Aber im Prinzip hält es. Das ist also schon mal gut. Drehen kann ich es auch nicht mehr. Ja, sieht ganz gut aus. Wir spannen mal einen Fräser ein und dann düdeln wir los. Dafür muss ich es leider wieder aufdrehen. Wir haben leider keine Arretierung, um sozusagen unsere Aufnahme festzustellen. Deswegen müssen wir den kleinen Schlüssel nehmen und unseren um die Ecke Drehmomentschlüssel. Wir nehmen jetzt hier einen ganz neuen Shaper-Fräser, einen 6mm Fräser. Naja, er ist drin. Also er sitzt in der Aufnahme an sich, finde ich, ein bisschen zu locker. Dreht er gerade? Er dreht wunderbar gerade. Also, wir probieren es einfach mal aus, damit ihr es nicht ausprobieren musst. Müsst. Wir testen es einfach. Bis jetzt war ja alles noch so, geht so. Aber, huch, das Kabel ist wirklich sehr, sehr kurz. Ich habe glücklicherweise endlich mal sichtbare Verlängerungskabel gerade besorgt, weil ich die immer verliere. Gelb ist nice. Was wir auch sehen, Absaugung haben wir auch nicht. Und was ich schon sehe, wenn ich das jetzt mit dem Fräser so hinhalte, würde ich schwören, dass der Fräser bzw. die Aufnahme nicht so richtig gerade zu unserem kleinen Plastiktellerchen hier ist. Wir fräsen jetzt trotzdem erstmal, um überhaupt erstmal zu gucken, ob es geht. Und dann können wir gucken, ob das gerade ist. Wir nehmen das Ganze jetzt, um eine Tasche auszufräsen. Das wäre etwas Klassisches, was ich mit so einer kleinen Fräse machen wollen würde. Wenn sie das kann, wird sie auch eine Rundung fräsen können. Das heißt, wir starten erst mit der schwierigen Anforderung. Dann können wir uns die leichte gleich sparen. Also, Stück Holz her. Ich glaube, ein bisschen mehr Frästiefe können wir ihm zutrauen. Oh Gott, man muss das so festdrehen. Was für ein Scheiß. Und dann wollen wir mal schauen. Oh, Digga. Easy. Und dann wollen wir mal gucken, wie das geht. Also, ich stecke das Ding ein. Ich sag's mal vorweg. Also, mit solchen Sachen muss man echt aufpassen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das Ding mir um die Ohren fliegt. Aber ich teste es, damit ihr das nicht müsst. Damit es, wenn mir um die Ohren fliegt. Also, wir nehmen ein schönes Stück Nuss. Wir wollen ja trotzdem Qualität fräsen. Stecker rein. Und ab geht die wilde Fahrt. Wir haben unsere kleine Tasche gefräst und es hat auch grundsätzlich funktioniert. Aber was man merkt, 30.000 Umdrehungen steht hier drauf, aber man merkt relativ schnell, dass die Fräse mit ihrer geringen Kraft den Fräser nicht wirklich richtig gut in Bewegung halten kann. Es ist ja jetzt auch ein kleiner Fräser und es hat keinen Spaß gemacht. Also zuallererst stecke ich das Ding jetzt hier mal ab, nicht dass das auf einmal losgeht. Also es ist nicht wirklich geil, damit zu fräsen. Ich weiß, das ist Nussholz. Ich weiß, wir reden über eine Maschine, die 15 Euro kostet. Also eigentlich, das Ding ist, an diesem Punkt muss man sagen, man kann damit fräsen und sie kostet 15 Euro. Man kann nicht so viel falsch machen, außer, dass sie nicht lange halten wird. Denn dieses Kunststoffteil hier, wenn man das jedes Mal so fest zudrehen muss, wird das einfach relativ schnell kaputt gehen. Und was man auch sieht, ich weiß nicht, wie das geht, weil ich hier eigentlich keine Öffnung sehe. Aber der Holzstaub ist zwischen den beiden Kunststofftischen. Das heißt, man wird relativ schnell nicht mehr da durchgucken können. Ich habe keine Ahnung, wie das da reingekommen ist, aber es ist auf jeden Fall nervig. Und was man ganz leicht sieht, wenn man hier ganz genau reinguckt, der Tisch ist nicht hundertprozentig gerade. Das sieht man daran, dass man minimale Fräsunterschiede hat in der Tiefe. Was wir noch mal gucken können, ist, ob der Fräser gerade ist. Das sieht hier gar nicht schlecht aus. Und hier geht es schon. Also ich glaube, wahrscheinlich ist er, oh Gott, man spürt es sogar.
Es ist der Auflagetisch. Der, oh Gott, kennt ihr das, wenn man so, ich sag's mal, wie es ist, über einen Pickel fasst? So ist es hier. Ein großer, dicker Pickel im Tisch. Scheiße. Okay, also das erklärt, warum das nicht hundertprozentig gerade ist. Aber das Ding ist, was soll man sagen? Für 15 Euro kann man da überhaupt meckern? Ich habe jetzt nochmal einen etwas größeren Fräser eingespannt. Wir testen das einfach auch nochmal, um zu gucken, ob wir meckern können oder nicht. Gottes Willen. Hui, hui, hui. Was ist denn nun passiert? Ein kleiner Schockmoment. Was jetzt wahrscheinlich gerade passiert ist, sieht man ganz gut, wenn man hier in das Loch guckt. Das Ding ist nicht mehr an. Du darfst niemandem mehr schaden. Also, der größere Fräser funktioniert überhaupt nicht. Warum? Offensichtlich ist die Kraft zu groß und wenn wir hier reingucken, sehen wir auch, was passiert ist. Ich habe die Fräse tiefer reingerammt ins Holz. Nein, das geht nicht, weil ja der Tisch darunter ist. Das heißt, nicht ich kann die Fräse da reingerammt haben, sondern es ist etwas ganz Fürchterliches passiert. Der Fräser hat sich gelöst. Und das ist eigentlich das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Die Fräser sitzen von Anfang an etwas zu locker in der Aufnahme. Wenn wir die normalerweise da reinstecken, das kennt jeder von euch, dann ist das so ein und wir drehen es dann fest. Hier ist es so ein, ich werf mal rein den Käse und dann drehe ich mal fest, soweit es geht. Und das ist halt nicht genug. Also das haben wir jetzt gerade sehr eindrucksvoll gesehen. Das ist auch mit einer der gefährlichen Sachen, wenn so ein Fräser sich löst, verkantet und dann vielleicht bricht. Dann glaube ich auch, wird diese sehr große Öffnung nicht sehr hilfreich sein und dieses wahrscheinlich sehr minderwertige Kunststoff auch nicht. Dieses Kunststoff? Dieser Kunststoff, Entschuldigung. So, und für alle, die jetzt sagen, ich habe den Fräser einfach nur nicht festgemacht. Oh, Jesus. Also, noch fester geht nicht. Dann ist er ab. Also, ich weiß nicht. Ich würde mal so weit gehen und sagen, das, was gerade passiert ist, wird bei jedem Fräser passieren, weil er einfach nicht gut in der Aufnahme sitzt. Das heißt, egal welche Anwendung wir haben, wir müssen im Prinzip damit rechnen, dass sobald die Kraft, die auf die Aufnahme drückt, etwas zu groß ist, der Fräser sich löst und bewegt. Das ist tatsächlich dann doch ziemlich katastrophal. Das darf nicht passieren. Wenn sich die Frästiefe minimal verstellt beim Fräsen, ist das auch schon nicht so gut, weil unsere Ergebnisse einfach nicht stimmen. Wenn wir 5 mm tief fräsen wollen, wollen wir weder 4,5 noch 5,5 haben, sondern 5. Aber wenn der Fräser rausfällt, das ist nicht gut. Also ich würde mal sagen, krass, also ich gucke mal hier zu Lukas, der ist kreidebleich, er ist gerade tatsächlich aus dem Raum gesprungen in dem Moment, hat mich einfach alleine gelassen und sich gedacht, Digga, ich bin raus. Das darf wirklich nicht passieren. Bis eben gerade hätte ich eigentlich, da bin ich ganz ehrlich mit euch gesagt, was soll man da groß falsch machen? Es hat ganz gut funktioniert, aber wir sehen in, weiß nicht wie lange filmen wir jetzt, 10 Minuten, 15 Minuten testen, ist die erste große Katastrophe nicht weit. Und das ist schlecht. Und das, obwohl, und das sage ich auch nochmal, wir einen sehr, sehr scharfen Fräser haben. Wenn wir einen stumpfen Fräser haben, der Aufwand beim Fräsen also größer ist, dann erhöht sich diese Gefahr, weil wir mehr Druck brauchen, weil der Fräser einfach nicht mehr gut durchs Holz geht. Huh, meine Güte. Naja, 15 Euro. Wie ich schon sagte, was kann man da erwarten? Kann man da meckern? Meckern kann man nicht. Aber ich glaube, man kann sagen, es ist verlockend, es ist crazy und ich will mir gar nicht vorstellen, unter was für Umständen dieses Ding produziert wurde. Weil das kann einfach nicht sein für 15 Euro. Das ist einfach nicht möglich und ich möchte euch ganz ehrlich davon abraten. Ihr habt gerade gesehen, was hier passieren kann. Also lasst die Finger davon. Wenn ihr eine kleine Einhandfräse haben wollt, die gut ist, ich bin mit der von Milwaukee sehr zufrieden. Ja, das Akkusystem, ich weiß, alles teuer, es nervt. Aber ist sowas hier schon mal passiert? Nein. Und genau das soll auch nicht passieren. Und deswegen sollte man auch nicht am falschen Ende sparen. Also, abonniert den Kanal, tragt eure Sicherheitsbrillen. So ein Scheiß soll mich ins Auge fliegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hole für Lukas mal ein bisschen Eis und Schoki, damit er wieder runterkommt. Ciao.